Ganz herzlichen Dank, Georg, für dieses schöne Beginnen. Ich heiße euch herzlich willkommen am Sonntagmorgen. Auf dem Plan steht 30 Minuten Bauch, Beine, Po. So Medium Level würde ich sagen, also für jeden geeignet, Mann, Frau, Fitnesserfahrung oder Neuling. Ich freue mich und anschließend, den Georg habt ihr schon gesehen, er ist schon in den Startlöchern, gibt es ein schönes Stretching mit Georg. Zu Beginn darf ich im Namen von uns allen, das heißt im Namen vom ganzen Josco Fitness Team, noch kurz ein paar Worte an euch richten. Und zwar sind wir total gerührt. Wir kriegen so viel Zuspruch von euch per E-Mail oder eben auch per Brief oder auch wenn wir euch persönlich im Hieber treffen. Und es ist für uns hier drin einfach wahnsinnig wertvoll. Weil so wissen wir ja gar nicht, wie geht's euch zu Hause, was macht ihr, wie funktionieren die Videos. Und durch dieses Feedback können wir so ein bisschen besser einschätzen, wie ihr das zu Hause wahrnehmt. Und vor allem hat uns jetzt auch gefreut, wir hatten so einen Brief im Briefkasten von jemand, der gar nicht Mitglied ist. Wir wissen auch nicht, von wem der Brief jetzt wirklich genau ist. Und deswegen möchten wir uns auch dafür ganz herzlich bedanken. Es freut uns zu sehen, dass auch Leute mitmachen, die gar nichts mit uns zu tun haben. Und deswegen an euch Mitglieder, die jetzt daheim seid, schickt gerne die Links von unseren YouTube-Videos weiter an jeden, den ihr kennt, ganz egal, ob er hier wohnt, in New York oder auf Hawaii. Jeder kann mit uns trainieren, so oft er mag, wann immer er mag. Und das ist das Coole, wenn wir hier so eine schöne Gemeinschaft haben und gemeinsam Sport treiben. Und wir hoffen, dass wir euch mit unseren Videos so ein bisschen besser durch diese Corona-Zeit bringen. Und das hören wir immer wieder, wie gut es euch tut, wie viel Motivation und Fitness und gute Laune es euch bringt. Und das ist genau das, was wir möchten. So, und jetzt muss man schauen, ich habe jetzt hier so einen Bildschirm, für die, die es noch nicht wissen. Wow, ihr seid ja schon fleißig. Thomas, Alf, Anja, Gunther, Doris, Sabrina, Judith, Nicole, Hanna, Heide, Valeria, Wahnsinn. Hey, komm, wir müssen starten. Tim, wir brauchen ein bisschen spannendere Musik. Und dann legen wir los. Bauch, Beine, Po. Ich stehe, glaube ich, ganz gut, oder? Ihr könnt mich zu Hause gut hören, Technik okay? Super. Dann legen wir doch los mit so einem ganz, ganz kleinen Warm-up, damit wir einfach ein bisschen warm werden. Schulterbreiter Stand und dann kreis deine Schulter. Kannst du die Musik ein bisschen lauter machen für mich? Danke. Mensch, DJ Kameramann, der Tim ist am Start und ich freue mich für die Unterstützung. Werd noch ein bisschen warm. Und wach auf, je nachdem, wie lange ihr schon wach seid. 4 Stück. 2 mehr. Öffne die Beine, tick weiter und dann komm in Side to Side. Ruhig schön tief und hoch als Bewegung, damit die Beine auch warm werden. 4 noch. Nimm die Arme mit dazu, lass sie schwingen. Wie geht's euch daheim? Gut. Erste Woche ist vorbei von unserer Schließzeit. Uns freut uns zu sehen, wie fleißig ihr unsere Videos mitmacht. Hey, yep. Agnes ist auch dabei, Anke, Susanne. So schön. Und alles Leute, die wir regelmäßig sehen und genau wissen, wie sie ticken und was sie mögen. Ihr werdet viele Sachen heute mögen und manche Sachen doch nicht so vielleicht. Aber gemeinsam halten wir durch. 8 Stück. Die letzten 4. Und dann schieb die Arme links und rechts. Dreh deinen Oberkörper gut ein. Wir wollen, dass der Oberkörper warm wird und dass die ganze Wirbelsäule einmal durchbewegt wird. Noch 4-mal zur Mitte. Und jetzt lass die Arme ein Stück weiter hochsteigen. Jawohl. Komm nochmal zur Mitte. Schiebe. Ganz, ganz lang. Noch 4. Und dann schräg nach unten. Dreh. Klasse. Jede Richtung gibt es 4 Stück. Also 4-mal zur Mitte. 4, 3. Und dann 4-mal schräg nach oben. Komm wieder zur Mitte. Dreh. Und 4-mal tief. Mitte. Eine Runde noch.
diagonal. Hip. Und jetzt wird warm. Komm zur Mitte. So langsam sind wir wach. Und tief. Wir halbieren. Zweimal zur Mitte. Zweimal nach oben. Komm zur Mitte. Und zweimal tief. Mitte. Komm hoch. Mitte. Und tief. Bleib hier. Geh tief. Merke dir so Stück für Stück, wie der Puls hochgeht. Ich hoffe. Vier mehr. Die hier, die brauchen wir nachher noch. Wir bleiben noch ein bisschen aero. Zieh die Fersen zum Popo. Links und rechts. Links und rechts. Gut ranziehen, sodass deine Kniegelenke warm werden. Und dann etwas schmaler. Hände auf den Popo, sodass eure Handinnenseite nach hinten wegschaut. Schultern zurück, Bauch unter Spannung. Jawohl. Es gibt immer vier Stück von den Butt Kicks. Achtung ab jetzt. Vier, drei, bleib stehen für die Squats. Tief, hoch, vier Butt Kicks. Und vier, drei, zwei, komm tief in die Squats. Tief, hoch, viermal Butt Kicks. Tief und hoch. Denk dran, wir sind noch im Warm-up. Also mach's dir noch ein bisschen gemütlich. Halt vielleicht die Bewegung noch ein bisschen klein. Oder wer mehr mag, Butt Kick. 8, 7, 6, 5, 4, zweimal Squat. Tief und hoch. Schnell oder langsam, Butt Kicks. 4 langsame oder 8 schnelle. Yep. Nochmal. Komm, zieh. Wie gut doch so ein Workout tut, gell? Und man ist einfach immer so unglaublich stolz anschließend auf sich selber. Vor allem, wenn man sich zu Hause motiviert hat. Endspurt. Tief. Ohne Arme, aber bleib in den Squats. Tief und hoch. So, jetzt sind wir warm, oder? Bauch, Beine, Po. Wir starten mal mit Fokus auf Beine und Po. Bauch heben wir uns für später noch ein bisschen auf. Zwei mehr. Und dann öffne das rechte Bein, werde ein Stück breiter. Tief und hoch. Tief und hoch. Zwei noch. Kommen wir da zurück, schmaler Squat. Tief. Jawohl. Arme. Tief. Weit. Öffne die Arme. Seit. Und hoch. Knie schieben im weiten Squat nach außen und im schmalen Squat schieb deinen Popo zurück. Zwei mehr. Viermal. White Squat. Vier. Eieiei. Kommen wir da schmal. Der schmale Squat, den spüren wir eher in der Oberschenkel. Und den weiten Squat, den spüren wir vor allem auch hier hinten über die Po-Button. Merkt ihr den Unterschied? Probier es nochmal. Komm tief, schmal, Popo gut zurück. Und dann öffne mit rechts. Schieb die Knie nach außen. Oberkörper ganz stolz. Nochmal zur Mitte. Zwei mehr. Großer Schritt nach links. Tief. Und hoch. Bleib mal tief. Stopp. Und jetzt nur die Knie. Raus, rein. Raus, ran. Seht ihr das von vorne? Ganz kleine Bewegung. Immer nur die Knie. Schieben, schieben. Bauchnabel zieht nach innen. Schulterblätter ziehen zurück. Halten. Und jetzt vorher zum ersten Mal in die Beine, oder? Also ich merke, dass die Beine wärmer werden. Du, schreibst gar keiner. Ich glaube, es machen alle wirklich sehr fleißig mit, gell? Voll konzentriert. Zieh, zieh, zieh. Komm, die letzten. Vier. Drei. Zwei. Hände auf die Oberschenkel, Shift Weight. Rechts für zwei, links
für zwei. Das heißt, wir bleiben im weiten Stand und verlagern einfach nur mal unser Gewicht. Ist schon ein bisschen entspannter, oder? Ein bisschen Kraft holen. Nimm deine Arme immer nach vorne und tief. Oh, gar nicht mehr tief. Langsamer, komm mal nach rechts. Stopp, Fußspitze ran, Fußspitze tief. Und wieder rüber. Stopp, Fußspitze ran, Fußspitze tief. Schieb dich jetzt tief rüber, zieh ran und absetze. Tief schieben, ransetze und ab. Schieben und rüber. Schieben, Zehenspitze ran. Es gibt so zwei Sachen, die hier trainiert werden. Zum einen Bein und Po, vor allem die Rückseite. Und zum anderen gleichzeitig ein gutes Stretching über die Wade und Kniekehle. Bleib entweder hier oder wenn du dein Level steigern magst, tief und hoch. Schieben, einmal tief und wieder rausdrücken. Schieben, einmal tief und hoch. Schieben, tief und drück raus. Fast so wie einbeinige Kniebeuge. Ganz langsam. Mach wie du magst. Entweder nur schieben und halten oder schieben und tief und hoch. Wo macht ihr denn zu Hause euer Workout? Küche, Bad oder Wohnzimmer klassisch? Arbeitszimmer? Was gibt den Platz her? Wir freuen uns immer, wenn wir so schöne Bilder kriegen und sehen, wie ihr eure Workouts macht. Also ruhig her damit. Ja. So langsam reicht's, gell? Bleib hier, stopp! Linke Fußspitze zu mir, rechte Fußspitze nach rechts. Öffne die Arme, Schultern sind tief. Krieger, check mal deine Position. Fußgelenk unterm Knie und die Hüfte ganz gerade. Drück das rechte Knie immer wieder zurück. Von der Seite, oftmals passiert es, dass das Knie hier so einkippt. Dann drück es wieder nach außen. Nimm die Arme tief. Halten. Hände hinter den Kopf. Und jetzt zieh die linke Ellenbogen zur Kniekehle. Ziehen. Und gerade. Ziehen. Und gerade. Rechter Ellenbogen zieht zur Decke. Linker Ellenbogen zieht hier zum linken Knie. Probier auch hier eine Linie zu bleiben. Ich weiß, man neigt dazu, so ein bisschen über vorne zu gehen, weil es einfacher ist. Aber unser Ziel ist es wirklich eine Linie. Zwei noch, okay? Ein letzter. Und dann bleib aufrecht, öffne. Sink nochmal gut tief. Und dann heb für ein paar Sekunden deine rechte Ferse. Lass es zittern. Schultern sind entspannt. Bauchnabel zieht nach innen. Schambein ran. Ah, ich weiß. Sink tiefer. 4, 3, Fersen tief. Shift weight. Doppel. Doppel. Super. Also ich glaube zumindest mal, dass es super aussieht. Wir gehen dann hier direkt in den Krieger 2. Wechseln nochmal zweimal die Seite. Und dann bleibe links. Stopp. Rechte Fußspitze zu mir. Linke Fußspitze nach außen. Zurück dein Knie raus. Schultern tief. Oh, der Alf sagt, ich spinn. Und die Anja, die macht sie im Wohnzimmer ihr Workout. Und die Katze macht auch mit, aber die macht ja nichts. Die liegt entspannt auf der Matte. Cool. Schultern tief, Bauch ran. Ihr steht gut im Krieger, das linke Bein ist außen. Falls ihr es gehört habt, der Tim hat genießt. Und eins. Hände hinter den Kopf, Ellenbogen raus.
Rechter Ellenbogen, rechtes Knie. Und wieder hoch. Ausatmen. Und ein. Aus. Drück hier fest deine Außenkante vom rechten Fuß in den Boden. Und jedes Mal, wenn du hochkommst, stolze und kraftvolle Position. Hip. Die letzten beiden. Einer nur noch. Bleib oben. Arme lang und jetzt noch ein paar Sekunden. Linke Fußspitze anheben. Schultern zurück. Komm, wir schaffen es gemeinsam. Bisschen tiefer, 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 tiefer. Ah, lass es ruhig feuern. Es darf gezittert werden. Halte. 4. Durchhalte. 3. Komm gemeinsam. 2. Ein letzter. Wow, löse. Und schüttel deine Beine ein bisschen aus. Ihr dürft gern was trinken und dann vielleicht eine Matte, Teppich oder irgendwie sonst was holen. An. Und dann geht's in den Vierfüßler. Hoffentlich auch der Moment, wo ihr das erste Mal ein bisschen in die Maske müsstet. Bei mir ist es zumindest so. Liege ich gut? Okay. Vierfüßler. Heißt, Hände unterhalb von den Schultern, Knie unterhalb von der Hüfte. Rechtes Bein auf die Fußballe nach außen. Und jetzt ganz wichtig, lass die Arme gestreckt und den Bauch unter Spannung. Heb dein rechtes Bein. Hoch, ab. Hoch, ab. Ich weiß, man neigt dazu, das linke Ellenbogengelenk zu beugen. Versuch dagegen zu halten und lass es gestreckt. Auch wenn du vielleicht dein Bein dann nicht so hoch kriegst. Völlig okay. 2 mehr. Oben halten. Stopp. Und dann ziehst zurück. Ziehen und seitlich wieder ran. Rück und seit. Rück. Und seit. Hüp. Ach so, ja, jetzt merke dir, es geht voll auf den Popo, oder? Und noch einiges an Bauchspannung. Hoch und seit. Komm noch ein bisschen. Lass deine Arme gestreckt. Drück dich raus aus den Schultern. Das wäre das, was ich meistens sonst im Kursraum beobachte. Ui. Ein letzter. Bleib oben, tipp tief und hoch, tief, hoch, tief, hoch. Blick zwischen deinen Händen tief zur Matte und lass so mit deinen Nacken ganz gerade. Vermutlich spüre dir jetzt nicht nur so die rechte Pobacke, sondern vor allem auch die linke, also die, die hier auf dem Boden steht, weil die ordentlich stabilisiert. 2 noch. Oben bleiben, kreisen. Vor, hoch, rück und tief. Ganz kleine. Schön hoch aber. Jetzt so langsam, gell? Spürt man. Kreisen, kreisen, kreisen. Und dann habe ich noch eine Übung und dann ist die Seite erledigt. Einmal kreisen. Halt fest. Linker Ellenbogen kommt auf den Boden und das rechte Knie zieht über die Seite zum rechten Oberarm und wieder zurück. Ran und weg. Ran und weg. Kontrolliert und versuch, deinen Oberarm anzutippen. Irgendjemand schrieb was. Welches Mikrofon? Ah, das kann ich nicht beantworten. Spezielle Fragen zur Technik am besten über Insta. Oder anfragen.
Aber es freut uns, wenn angefragt wird, welches Mikro wir verwenden, dann heißt es, das Mikro ist gut. Das ist doch ein Lob. Ein letzter. Und stopp. Setz deine Knie ab und schieb dich einmal zurück in den Fersensitz. Stirn zur Matte. Unauffällig einmal an der Matte abtupfen. Und einmal ganz, ganz lang strecken. Anlese. Ihr ahnet, was kommt, oder? Ihr dürft euch gern drehen, könntet aber auch so bleiben, wie ihr seid. Und dann Seitenwechsel. Linkes Bein jetzt nach außen. Blick zwischen deinen Händen tief. Jetzt wissen wir halt schon, was kommt, gell? Arme sind gestreckt. Bauchnabel zieht nach innen. Und dann hoch. Ihr seht auch bei mir, das ist gar nicht so einfach, das Bein seitlich wirklich zu halten. Automatisch rutscht man so ein bisschen nach hinten mit dem Bein, weil hier hinten ist es viel einfacher. Aber wir wollen die seitlichen Muskeln rauskitzeln. Also probier. Seit, ab. Seit, ab. Zwei noch. Durchhalte. Rechte Ellenbogen strecke. Komm hoch und halte. Und dann führst zurück und wieder seitlich ran. Führst zurück und ran. Ay caramba! Super! Ihr merkt, ich habe alles schöne Übungen rausgesucht, wo wir gleichzeitig Bauch und Po trainieren. Rumpfstabilisation und Po-Muskeln. Einmal nach vorne zurück und dann tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Blick immer wieder zum Boden. Drück dich raus aus der Schulter. Die Übung ist jetzt so ein bisschen zum Krafttanken für das Spielbein, aber das Standbein wird jetzt spürbar, oder? Ich hoffe. Zwei Stück noch. Bleib oben. Und dann kreise. Uiuiui. Versuch den Oberkörper ganz ruhig zu halten. Das ist hier, dass man oftmals schaukelt. Aber genau das wollen wir vermeiden. Ganz still im Oberkörper und nur die Bewegung im Bein. Zwei mehr. Und dann halte. Rechte Unterarm tief über die Seite. Ran. Tap. Und weg. Ran, tap. Und hier können wir jetzt im Popo ruhig nochmal den Rest gehen. Der jetzt dann so ziemlich für heute geschafft. Dann kommen noch schöne Fokus für die Bauchmuskeln. Nimm deine Atmung mit. Atme aus, atme ein. Aus und ein. Gut auf die Atmung fokussieren. Das lenkt ab vom Rest. Kleiner Geheimtipp. Komm, vier Stück, das packen wir jetzt noch. Und wenn es sich so anfühlt, als ob die Pobacke platzt, wir ziehen es durch. Denk da dran, was heute wehtut, sieht morgen gut aus. Ein letzter. Anlösen. Zieh dich bitte noch einmal zurück in die Kindspose, Stirn zur Matte. Bauch, einverstanden? Komm nach vorne ins Brett. Brett heißt Ellenbogen unterhalb von der Schulter. Damit es Medium Level bleibt, kannst du jetzt gerne Knie aufgestellt lassen, Bauchnabel nach innen und dann rausgedrückt. Wenn es zu wenig Belastung ist, dann streck deine Beine. Such dir dein Level aus. Ich gehe zweimal mit im Medium Level. Komm nach oben auf deine Hände. Erste Hand, zweite Hand. Füße sind gut aufgestellt. Und jetzt schieb dich einmal zurück in den herabschauenden Hund. Komm wieder vor ins Brett auf die Unterarme. Spannung. Nochmal. Hoch, hoch, rück, rück, vor. Vor, tief, tief. Hoch, hoch, schieben.
Atme ein, atme aus. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Denk dran, Fokus auf die Atmung. Ein und aus. Schöne Übungskombi, gell? So ein bisschen Mischung aus Kraft und dann so ein kleines bisschen dehnen und Kraft tanken im herabschauenden Hund. Wenn du im herabschauenden Hund die Knie nicht ganz strecken kannst, lass sie gebeugt. Völlig okay. Je öfter du das Workout dann machst, umso besser wird es dir gelingen. Schaffen wir noch zwei, oder? Hoch, hoch, schieben, einatmen und aus. Letzte Runde. Bleib im Brett und halte. Auch jetzt gerne Knie tief oder wenn du magst, Füße etwas enger. Und dann einmal rechte Hüfte, einmal linke Hüfte. Rechte Hüfte, linke Hüfte. Deine Option. Entweder Hüftrotation oder halten, Kraft vorausdrücken. Eieiei, wie lange haben wir noch? Genau 6 Minuten. Ah, das schaffen wir. Und dann sind wir sowas von stolz. Also meine 6 Minuten Hüftrotation, meine 6 Minuten insgesamt. 2 noch. Ein letzter. Und stopp. Rückenlage. Dreh mir so rum, kann besser gucken. Georg schaut schon mit den Hufen, aber ich mach pünktlich fertig. Rückenlage. Nein, die Bobak ist fast geplatzt, Georg. Nicht ganz. Füße nach oben, Kopf abgelegt, Zehen ran. Auch hier, wenn du es nicht schaffst, mit den Beinen gestreckt, dann lass sie leicht gebeugt. Bauchspannung, super langsam, Stück tief und dann Fußspitzen strecken und wieder hoch. Tief, Fußspitzen strecken und hoch. Tief und hoch. Atme aus und ein. Was ist hier wichtig? Achte mal darauf, dass du deinen unteren Rücken so gut es geht Richtung Matte ziehst. Also Bauchnabel nach innen. Jawohl. Und wenn die Fußgelenkskoordination nicht ganz so will, dann lass es weg und senke und strecke einfach nur. Ihr dürft das Video hier ruhig öfters machen. Und dann merkt ihr irgendwann, dass es immer besser geht. 2-mal mehr. Ein letzter. Stopp. Beine absenken. Knie geöffnet, wie so eine Schmetterling. Fußsohlen zueinander. Fußaußenkanten ablegen. Hände schließen. Und dann die Pistole. 3, 2, 1 und ab. 3, 2, 1 und ab. Auch hier atmen, wenn du hochkommst, aus. Und beim Tiefgehen atme ein. Jawohl. Zweimal mehr. Schieb. Hüpf. Langsam. 2 hoch, 2 ab. Hoch, hoch, ab, ab. Hoch, hoch, ab, ab. Ah. Lass entweder die Beine genauso, wie du sie jetzt hast, oder öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Deine Wahl. Ich gebe auch immer Optionen. Nimm die, wo du die Bewegung wirklich noch sauber durchziehen kannst. Bereit, dir nochmal Gas zu geben zum Schluss. Noch 2 langsam.
Und dann gibt es schnelle. Im Takt hoch und tief. Hoch und ab. Hoch und ab. Und wann immer es dir zu viel wird, bleibe hier. Kommt durch unsere letzte Übung für heute. Also jetzt heißt es nochmal durchhalten. Ja. Zieh, 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 zieh. Bauchmuskeln arbeiten lassen. Zwei mehr und dann bleiben wir oben und halten. Bleib und halte. Stopp. Atme. Schultern tief, Bauch fest. Ah, die letzte. Vier, drei, ein bisschen höher. Zwei. Und wow, glaub mir, noch so eine Minute kurz Zeit zum Langziehen, oder? Ah, zwei sogar. Nee, wie viel habe ich wirklich? Langstrecken, langstrecken. Und dann mach dich nochmal ganz, ganz klein. Zieh die Knie ran und roll dich hin und her. Tim, wie viel habe ich? Und komm nach oben. Eine Minute, oh, das nutzen wir kurz für Stretching. Füße aneinanderlegen, Popo ganz kleines Stück zurück. Wir machen eine Minute Stretching, weil ich ja nachher noch anschließend 45 Minuten mit dem Georg hätte. Denkt, das ist okay. Ein Unterarm weit entfernt, Platz zwischen Fersen und Gesäß. Und dann roll dich einmal kurz nach vorne. Stirn Richtung Fußspitzen, so gut es geht. Kinn ranziehen. Mach dich ganz, ganz klein. Arm langsam wieder aufgerollt. Komm nochmal auf deine Füße. In die Vorbeuge. Und dann roll langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Fass dein rechtes Fußgelenk. Yeah, wir haben es geschafft. Schulterblätter tief, Knie eng. Atmen. Spür die Dehnung über die ganze Beinvorderseite und dann wechsel. Ein letztes Mal und dann zieh dich noch einmal ganz, ganz lang über die Seite, streck dich zur Decke und wir in eine Punktlandung. Viel Spaß noch mit dem Georg. Ja, hallo zusammen. Ich
freue mich, dass ich mit euch gemeinsam Stretch und Relax machen darf. Natürlich ist es so, ein Online-Kurs wird nie das persönliche Miteinander ersetzen, aber es wird es ergänzen und es tut es auf eine fantastische Art und Weise. Insofern haben wir mindestens zwei Gründe heute, uns zu freuen. Der Grund ist eins, wir können trotz der Umstände etwas gemeinsam machen. Und der Grund zwei für mich, das sage ich ganz ehrlich, ohne ein politisches Statement abgeben zu wollen, wir werden ein neues menschliches Miteinander auf der politischen Seite erleben und das finde ich schon auch richtig angenehm und ich freue mich drüber. Im Übrigen wünsche ich euch jetzt 45 entspannte Minuten. Wir wollen Körper, Geist und Seele ein bisschen über Bewegung synchronisieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke euch, dass ihr da seid. Let's go. Bitte atmet tief und langsam und versucht die Bewegung, die Atmung zu synchronisieren. Ausatmen, einatmen. Ausatmen. Tiefes Atmen ist die schnellste Möglichkeit, den Körper zu entspannen. Und kreis bitte die Schultern dazu. Einen schönen großen Kreis mit den Schultern. In der Zwischenzeit bin ich ja auch ein bisschen routiniert, vor der Kamera zu stehen. Ich muss zugeben, das erste Mal, das war anstrengend. Und das letzte Mal. Und bitte zieh die Arme nach außen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Diejenigen, die bei der Karin vorher mitgemacht haben, die brauchen jetzt Entspannung und Erholung. Das war ganz schön schweißtreibend. So, jetzt bitte mit den Armen ganz nach oben gehen. Atme ein, atme aus. Eine schöne große Bewegung. Ausatmen. Einatmen. Und das letzte Mal, bleib bitte mit den Armen oben und zieh dich aus Rücken und Schultern weit nach oben. Ganz besonders möchte ich auch diesmal die Kinder wieder begrüßen. Ich habe gehört, es machen immer wieder Kinder mit. Ich finde das fantastisch, freue mich sehr drüber. Und wir dehnen uns jetzt ein bisschen mehr über die Taille. Über die Taille. Ich begrüße auch alle, die beim Frühstück sitzen im Moment. Ausatmen. Und das letzte Mal. Und streckt bitte beide Arme nach oben. Beim Ausatmen ganz lang machen und gehen tief. Stehen immer leicht im Knie, entlasten dabei den unteren Rücken. Nimm die Schultern bitte zurück, die Schultern tief und den Kopf nach vorne. Und beim Ausatmen die Schultern tief sinken lassen. Den Kopf nach vorne. Einfach nur entspannen. Ausatmen und entspannen. Und langsam lösen. Und schau weit zur Seite. Lass die Schultern bitte tief. Ein Halbkreis vorne.
Halbkreis vorne. Und das letzte Mal. Und geh bitte langsam zur Mitte. Den Kopf zu einer Seite, bitte die entgegengesetzte Schulter tief ziehen. Und atme wieder tief und entspannt. Ausatmen und entspannen. Lösen und wechseln die Seiten. Die entgegengesetzte Schulter bewusst tief ziehen. Und lösen. Super. Bitte einen Arm strecken. Versuch den Arm ganz zu strecken und den gestreckten Arm anziehen. Spür dabei die hintere Schulter, den oberen Rücken. Schön nachziehen. Und gern jetzt den Zug etwas intensivieren. Okay, und lösen und wechseln die Seiten. Und spür ganz bewusst in die Muskeln, die gedehnt werden. Nimm sie ganz bewusst wahr. Und lösen. Bitte beide Arme nach vorne, die Handflächen zusammen, zieh die Schulter weit nach unten. Und streck die Arme nach vorne mit geradem Rücken. Und jetzt bitte rund werden. Ganz rund. Ich mache es seitlich vor. Ganz rund. Und lösen. Wir wechseln die Seiten. Die Schultern zunächst wieder tief. Bleib gerade im Rücken. Zieh die Arme nach vorne und spür wieder die hintere Schulter und den oberen Rücken. Und dann bitte rund werden. Tief atmen und lösen. Bitte bleib weiter leicht im Knie und zieh die Arme weit zurück. Im Idealfall kippst du das Becken leicht nach vorne. Weit strecken und spüren jetzt natürlich die Dehnung im Brust-Schulter-Bereich. Und beim Ausatmen jetzt noch etwas weiter zurückziehen, das Becken nach vorne kippen, spüren und eng umfassen. Und die gleiche Übung nochmal. Wir nehmen bitte die Arme jetzt höher, zieh die Schulterblätter zusammen. Ausatmen und weit zurückziehen, ganz weit, ein Stückchen weiter und eng umfassen. Und lösen. Stehen einen Tick breiter, bitte achte wieder drauf, leicht ins Knie zu gehen. Wir dehnen uns über die Taille. Und beim Ausatmen immer vorsichtig den Zug etwas verstärken. Atme tief.
und wechseln die Seiten. Und auch hier beim Ausatmen verstärken. Und lösen. Die Übung nochmal, nur jetzt nehmen wir bitte die Handfläche nach oben. Tief atmen. Wechsel die Seiten. Und lösen. Bleib bitte im Knie, die Arme weit hochstrecken. Die Arme, wenn es geht, leicht zurücknehmen. Bleib im Knie. Beim Ausatmen versuchen weiter zu strecken. Wechsel die Seiten. Beim Ausatmen weiter strecken. Okay, und lösen. Gern mal zwischendrin locker. Entspannt, die Arme ausschütteln und kreisen jetzt bitte die Schultern. Und Schulterkreisen sollte eine große Bewegung sein, wo wir die Wirbelsäule so weit wie möglich mit einbeziehen. Das heißt, wir schauen über die Schulter weit zurück. Schauen über die Schulter weit zurück. Weit zurück. Strecken bitte die Arme. Schauen der Hand nach. Und versuche auch hier jetzt bitte immer größer zu werden. Immer größer. Immer größer. Größer. Letztes Mal. Und jetzt bitte beide Arme kreisen. Und auch hier wieder versuchen, die Beweglichkeit der gesamten Schulter zu nutzen. So groß du kannst. Weit zurückgehen. Ausatmen. Eine große Bewegung. Ganz groß. Und das letzte Mal. Kreisen bitte vorwärts. Das gleiche Spiel. Große Bewegung. Große Bewegung. Und das letzte Mal oben bleiben. Weit hochziehen. Leicht im Knie. Streck dich zur Seite. Weit ziehen. Seiten wechseln. Weit ziehen. Bitte beide Hände auf die Schulterblätter und zieh die Ellbogen jetzt beim Ausatmen. Zieh die Ellbogen beim Ausatmen so weit wie du kannst nach oben. Streck dich ganz, ganz weit hoch. Immer höher ziehen. Immer höher. Und noch ein kleines Stückchen. Okay, und lösen. Locker entspannt. So, wir machen noch etwas für die Wirbelsäule. Bitte etwa hüftbreit stehen. Nimm die Arme ganz nach oben. Streck dich weit hoch und geh wieder tief. Wir gehen ins Knie, Kinn zur Brust und rollen uns jetzt langsam und bewusst Wirbel für Wirbel nach unten.
Lass dir Zeit bei dieser Dehnung, ganz rund, Wirbel für Wirbel. Locker. Und roll dich wieder Schritt für Schritt hoch. Jeden Wirbel einzeln nach oben abrollen. Beide Arme hoch. Weit hochziehen. Und geh langsam tief. Geh nochmal ins Knie und bitte die gleiche Übung nochmal. Ganz, ganz rund. Entspannt den Körper hängen lassen. Immer beim Ausatmen ein klein wenig tiefer sinken, die Beine sind leicht angewinkelt. Und roll dich bitte langsam nach oben. Ganz langsam, ganz bewusst. Beide Arme hoch. Weit nach oben ziehen. Mach dich schön lang und lösen. Und steh weiter, etwa hüftbreit. Bitte beide Arme nach außen nehmen. Und beim Ausatmen streck die Hände so weit wie du kannst nach außen. Versuch dich immer weiter zu ziehen. Brustkorb nach vorne, ganz weit strecken. Immer größer werden in der Bewegung. Ganz groß. Und jetzt Handfläche hoch. Und geh langsam tief. Den Brustkorb nach vorne. Und spüren die Dehnung im Schulterbereich, in den Oberarmen, Brustmuskulatur, vielleicht im Rücken. Und komm langsam nach oben. Bis zur waagerechten. Und dreh jetzt die Hände ein. Brustkorb bleibt vorne. Und lösen. Schön. Wir bleiben bei der Schulter. Bitte fass die Hände hinten. Versuche, wenn es geht, die Arme zu strecken. Und zieh die Arme ein klein wenig vom Körper weg. Spür die Dehnung im Brustschulterbereich. Okay, und lösen. Super, ganz, ganz locker, ganz entspannt. Stellen wir uns ein bisschen breiter hin. Stütz dich bitte ab. Und strecken mal einen Arm, wir nehmen mal den rechten Arm, streck den rechten Arm so gut wie möglich, zieh die Schulter weit nach vorne und schau über die linke Schulter Richtung Decke nach oben. Und immer beim Ausatmen mit der Schulter klein wenig weiter nach vorne kommen. Und wechseln die Seiten. Der linke Arm wird gestreckt. Schulter weit nach vorne. Schau über die rechte Schulter zur Decke. Und auch hier beim Ausatmen vorsichtig die Schulter weiter nach vorne ziehen. Und wir lösen, gehen zur Mitte und roll dich Schritt für Schritt nach oben. Legen die Hände vor den Brustkorb und bitte lehn dich zurück und spür die ganze vordere Muskelkette, die in der Position
gedehnt wird. Geh immer nur in die Bewegung, die für dich okay ist, in der du dich sicher fühlst. Und langsam lösen. Schön, locker, entspannt. Bitte nimm noch mal die Arme nach außen und wir machen eine Rotationsbewegung, die seitliche Muskelkette. Wenn es geht, auch mit dem Kopf mitgehen. Wir fangen ganz gemütlich an. Und wer möchte, intensiviert diese Übung. Macht es ein klein wenig dynamischer. Und das letzte Mal. Und geh tief. Bitte geh mal in eine optimale Körperhaltung. Brustkorb nach vorne, geraden Rücken. Wir nehmen die Schultern zurück, die Schultern tief. Positionieren den Kopf ein klein wenig zurück. Und stehen einfach nur mal in dieser bewussten Körperhaltung. Die Schultern tief ziehen. Beim Ausatmen die Schultern tief. Super. Und lösen. Nimm bitte ein Bein zurück. Wir gehen mit dem Oberkörper nach vorne. Die Ferse des hinteren Beins drückt bewusst in den Boden. Den entgegengesetzten Arm strecken wir und ziehen uns diagonal auseinander. Ich mache es seitlich vor. Brustkorb nach vorne, streck dich weit und nimm den anderen Arm dazu. Und versuch dich beim Ausatmen immer länger zu machen, immer weiter ziehen beim Ausatmen, ganz weit. Ein kleines Stückchen. Und lösen. Verlagern das Körpergewicht. Das rechte Bein, strecken das linke Bein und dehnen die Rückseite des linken Oberschenkels. Verstärken vorsichtig die Dehnposition. Nie übertreiben, tastet euch vorsichtig ran. Atme tief, langsam. Entspannen die Muskeln. Und dehne in die entspannten Muskeln. Und löse. Wechsel bitte die Seiten. Bitte wieder darauf achten, beide Füße zeigen nach vorne, die Ferse wieder bewusst in den Boden drücken, den entgegengesetzten Arm strecken. Und beim Ausatmen versuch dich immer länger zu machen. Versuch dich immer mehr zu strecken beim Ausatmen. Nimm den anderen Arm dazu und zieh ganz weit. Immer weiter strecken. Ein kleines Stückchen noch. Okay. Und strecken das rechte Bein, links ist angewinkelt. Und gehen wieder vorsichtig in die Dehnposition, dehnen die Rückseite des rechten Oberschenkels. Beim Ausatmen vorsichtig die Dehnung verstärken. Und lösen. Jawohl, super. Wir stehen bitte hüftbreit. Und wie immer kommt eine Übung für die Koordination. Wir pendeln einfach nur vor und zurück. Versucht die Fußfläche, wenn es geht, am Boden zu halten. Pendeln einfach nur. Spüren, wie der Körper die veränderten Positionen immer wieder ausgleicht.
Wem das zu leicht ist, der kann gern die Augen schließen. Die Bewegung wird komplexer. Und kreisen dann den Körper. Atme tief und entspannt. Ausatmen und entspannen. Und wechseln dann bitte die Seiten. Bleiben bitte stehen, nehmen beide Arme nach oben. Zieh dich noch mal weit hoch, ganz weit. Und lösen. So, und jetzt geht es am Boden weiter. Bitte legt euch gern mal hin. Und ich nutze jetzt mal die Chance zu schauen, wer denn da so alles dabei ist heute. Ja, super. Fantastisch. Unsere Sonntagsstretcher sind dabei und noch viele andere dazu. Das ist herrlich. Ich will niemanden namentlich erwähnen, weil ich würde sonst sicher irgendjemand vergessen bei den vielen, die dabei sind. Also, es ist toll, dass ihr da seid. Wir legen uns bitte auf den Rücken. Und zunächst mal wieder tief und langsam atmen. Versuchen über das tiefe Atmen, das entspannte Atmen, den Körper immer mehr zur Ruhe zu bringen. Eine Voraussetzung für äußere Ruhe ist sicher erstmal die innere Ruhe. Atme tief und langsam. Entspannen. Zieh bitte jetzt den rechten Oberschenkel an. Zieh den Oberschenkel in Richtung Brustkorb. Und versuche bitte beim Ausatmen den Zug immer etwas zu verstärken. Immer beim Ausatmen, mit Feeling. Versucht bewusst die Muskeln wahrzunehmen, bewusst die Muskeln spüren. Also bewusst eine Verbindung aufzubauen. Wir lösen und wechseln die Seiten. Und auch hier den Zug vorsichtig verstärken. Und lösen jetzt und stell bitte beide Beine auf. Bitte den rechten Fuß aufs linke Knie. Wir geben Druck auf den rechten Oberschenkel. Und spüren die Dehnung voraussichtlich im Hüftbereich. Vielleicht auch etwas im Rücken. Und lösen jetzt und bitte zieh das linke Bein an, den linken Oberschenkel. Und versuch bitte, die Dehnung jetzt zu verstärken.
beim Ausatmen vorsichtig die Dehnung verstärken. Immer mit Feeling, nie mit zu viel Gewalt. Lösen und wechseln die Seiten. Bitte Druck auf den linken Oberschenkel. Auch hier vielleicht den Druck etwas verstärken. Lösen jetzt und zieh bitte das rechte Bein an, den rechten Oberschenkel. Und gern auch hier, wenn es geht, die Dehnung etwas verstärken. Und lösen jetzt. Bitte streck das linke Bein, winkel das rechte Bein an und führe jetzt das rechte Knie mit der linken Hand, oh, das Mikro, über die Seite. Versuch bitte den rechten Arm zu strecken, die Schulterblätter auf der Matte lassen. Wir bleiben in dieser Position. Bitte versuch auch hier wieder zu spüren, welche Muskeln gedehnt werden. Vielleicht spürst du auch, wie nach einiger Zeit die Muskeln lockerer werden, loslassen und du die Dehnung etwas forcieren kannst. Wir lösen jetzt und bitte wechsel die Seiten, strecken bitte das rechte Bein links an Winkel, die rechte Hand führt wieder das Knie. Den linken Arm nach außen strecken und auch in dieser Position tief atmen. Tief und entspannt atmen. Und lösen jetzt. Geh bitte nochmal auf den Rücken. Wir ziehen beide Oberschenkel an. Und auch hier wieder vorsichtig den Zug verstärken beim Ausatmen. Spüren die Dehnung, denke ich, im unteren Rücken, im Po-Bereich. Ausatmen, immer entspannen. Entspannte Position. Und wir lösen jetzt und stell bitte die Beine auf. Streck beide Arme, beide Beine und zieh dich weit auseinander. Versuch dich bitte beim Ausatmen immer weiter zu strecken. Immer weiter ziehen. Komm noch ein Stückchen weiter. Und ganz weit. Und lösen jetzt und entspannen. Dann bitte ich euch, dreht euch um, dreht euch auf den Bauch. Und wir haben diese Rückbeugeübung. Entweder wir gehen auf die Unterarme, positionieren die Ellbogen unter die Schultergelenke, nehmen den Oberkörper etwas nach oben. Spüren die Dehnung von der Hüfte über den Bauch
Brustmuskeln, Rückenmuskulatur. Und wer die Dehnung verstärken will, die Hände bitte unter die Schultergelenke. Ziehen die Schultern tief. Atme tief und entspannt. Und langsam lösen. Und streck dich bitte weit zurück. Halte die Arme vorne bitte ganz gestreckt. Den Po nach hinten schieben und lass jetzt den Brustkorb in Richtung Matte sinken. Immer tiefer. Immer tiefer sinken lassen. Beim Ausatmen tiefer. Spür die Dehnung. Die Entspannung. Und lösen langsam und bitte komm nach oben in den Vierfußstand. Die Hände unter die Schultergelenke. Und lassen zunächst mal den Oberkörper nach unten sinken. Den Kopf leicht anheben. Atme jetzt bitte aus. Zieh den Bauch ein und jetzt kommt der runde Katzenbuckel nach oben. Oh, streck dich so weit, wie du kannst nach oben. Ganz hoch. Und bitte wieder gerade stehen. Drehen jetzt unsere Hände ein. Die Daumen sind außen. Und dehnen mal Muskeln, die wir sonst nicht so regelmäßig dehnen. Nämlich es sind vor allen Dingen die Unterarme, es ist ein bisschen auch der Oberarm und die Schultern. Verlager bitte im Rahmen des Möglichen das Körpergewicht nach hinten, vorsichtig. Die Übung ist eigentlich nicht so richtig beliebt bei den Teilnehmern. Und gehen langsam nach vorne. Okay. Und schütteln bitte die Arme aus. Also, das ist nicht so ohne. So, bitte die Füße strecken, die Knie schließen. Und wir setzen uns in Richtung Ferse, wenn es geht. Und dehnen die Oberschenkelstreckmuskeln. Und natürlich die Fußgelenke. Wem das sehr leicht fällt, der kann gerne auch das Körpergewicht zurückverlagern. Und spüren die Dehnung in den genannten Muskeln. Und lösen jetzt. Stell bitte die Zehen auf und wir dehnen jetzt die Zehengelenke. Die Übung ansonsten gleich. Wir verlagern das Gewicht nach hinten. Setzen uns in Richtung Ferse. Und dehnen die Zehengelenke. Okay, und lösen. Dann bitte ich euch, stell das linke Bein auf. Am besten auch die gleichen Beine verwenden, also das linke Bein, nicht das rechte, es ist dann etwas einfacher bei den Erklärungen, für die, die das, die Abläufe nicht so kennen. Wir schieben bitte das Becken nach vorne und spüren in die Muskeln im Hüftbereich. Auch hier wieder über die Atmung, die Bewegung mitsteuern. Beim Ausatmen vorsichtig die Dehnung verstärken. Streck jetzt bitte den rechten Arm. Das linke Bein ist vorne. Wir strecken den rechten Arm und versuchen uns jetzt weit auseinander zu ziehen beim Ausatmen.
versuch dich ganz weit zu strecken beim Ausatmen. Immer weiter strecken. Immer weiter ziehen. Und wenn es geht, schauen wir über die linke Schulter in Richtung rechter Ferse und nehmen den Arm hier weit mit. Dehne eine große seitliche Muskelkette. Sehr schön. Bitte lösen und stell die rechte Hand auf. Links geht nach oben. Wir schauen der linken Hand nach. Und wem so eine Übung leicht fällt, der streckt gerne das rechte Bein dazu. Schau bitte der linken Hand nach. Okay, und lösen jetzt. Sehr schön. Bitte wechsel die Seiten. Wir nehmen das rechte Bein nach vorne. Und schieben zunächst das Becken vor. Wieder spüren. Nimm bitte den linken Arm dazu. Und zieh dich immer weiter auseinander. Immer weiter strecken. Und wenn es geht, dann schau bitte über die rechte Schulter. Und nimm den linken Arm dazu. Und langsam lösen. Bitte stell die rechte Hand auf. Die linke Hand, Entschuldigung. Nimm rechts nach oben. Schau der rechten Hand nach. Und wenn du möchtest, streckst du das linke Bein dazu. Und lösen jetzt. Und dann bitte ich euch, setzt euch hin. Versuch bitte zunächst einfach nur gerade zu sitzen. Du atmest ein und streckst dich weit nach oben. Du atmest aus und lässt die Schultern tief sinken. Bewusst tief und entspannt atmen. Und geh bitte mit dem Brustkorb zum Knie. Spüre dabei die Dehnung in seitlichen Rückenmuskeln. Wechsel bitte die Seiten. Bitte schön gerade bleiben. Wir fassen mal übers Kreuz und schau über die Schulter weit zurück und versuch dabei, wenn es geht, gerade zu bleiben. Und lösen jetzt und wechseln die Seiten. Und bitte leg den Oberkörper über die Beine und lass dich beim Ausatmen immer tiefer sinken. Immer tiefer beim Ausatmen.
und roll dich langsam hoch. Gern mal die Fußflächen zusammennehmen. Und wenn du möchtest, versuch mal mit der Stirn in Richtung Füße zu kommen. Und lösen jetzt. Bitte ein Bein strecken, das andere Bein anwinkeln. Wir gehen mit dem Brustkorb nach vorne. Schieb den Brustkorb vor. Mach dich nach vorne lang. Atme tief und bewusst. Beim Ausatmen die Dehnung etwas verstärken. Lösen und wechseln die Seiten. Ich sehe gerade, das Zeitkonto ist rum. Schieben den Brustkorb nach vorne. Und lösen. Bitte beide Beine anwinkeln. Der Rücken ist rund und entspannt. Atme tief und langsam. Versuche über die Atmung mehr zu entspannen. Ausatmen und entspannen. Entspannen. Und lösen dann, ich bitte euch aufzustehen und während das Schlussritual etwas abkürzen, ich bitte euch, kreise die Arme, versuche einen großen Kreis zu machen, ausatmen, großen Kreis, versuch größer zu werden, immer größer werden. Ganz groß. Letztes Mal. Und jetzt bitte oben bleiben. Gehen auf die Zehenspitzen. Strecken uns nochmal weit auseinander. Alles, was wir dabei haben. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag und freue mich schon aufs nächste Mal mit euch.